Hallo meine lieben Filmefreunde hier und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, da bin ich wieder. Heute geht es nämlich um eine Filmreview. Ja, und zwar habe ich vor kurzem einen Film gesehen, vor 2-3 Tagen. Und zwar habe ich The Pool geguckt. Ja, viele von euch kennen ihn vielleicht schon. Also den gab es ja ab 17. Januar schon bereits auf DVD und Blu-ray. Und ich hatte den dann auch im Geschäft gesehen und ich war so richtig, weil es so ein Krokodilfilm ist, so, yeah, den willst du unbedingt schauen und so. Und dann kam auch der Trailer und irgendwie kam ich dann über diesen Film ganz hinweg. Und dann hatten ja zu dem Film auch schon mehrere YouTuber eine Review gemacht und da habe ich gedacht, Mensch, du musst den jetzt unbedingt mal angucken. Und da die Meinungen da so auseinandergingen, habe ich mir jetzt gedacht, okay, kaufst du dir den nicht, weil der war zu, früher. Im Januar auf jeden Fall hatte der 15 Euro gekostet. Jetzt kostet der bei Amazon, glaube ich, nur noch 13 auf Blu-ray. Und ja, ich habe mir den dann bei Amazon Prime online gekauft in HD. Und der kostet aktuell nur 99 Cent, Leute. Also da kann man nichts meckern. Für einen Euro einen Film mal eben schauen. Und ja, habe mir den dann angeguckt und ich habe gedacht, ja, ich mache jetzt einfach für euch eine Review, weil ich muss euch sagen, wie ich den Film finde. Also, wie ich ja gesagt habe, der ist im Januar erschienen. Also der Film geht 93 Minuten ungefähr und der wurde halt im Jahr 2019 produziert in Thailand. Also es ist so eine asiatische Produktion und in der Hauptrolle ist Theraday Wongpuapan. Ja, also ich sag's jetzt kein zweites Mal, Leute. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler und er ist auch Model, also er sieht jetzt nicht so schlecht aus und ist dann in diesem Film mit seiner Freundin zu sehen. Und bevor ich euch jetzt aber Näheres dazu sage, lese ich euch kurz vor, was in dem Film denn drin vorkommt. Also erstmal freigegeben ist er auch ab 16, dass ihr das vorab schon mal wisst. Also es ist keine 18er Produktion, sondern ab 16 freigegeben. Und ja, der junge Day, der wird halt gespielt von diesem Tirade. Ja, also der junge Day arbeitet für eine Filmcrew, die in einem stillgelegenen Schwimmbad einen Werbespot dreht. Nach Ende der Dreharbeiten will Day ein wenig relaxen und schläft auf der Luftmatratze im Pool ein. Als er wieder aufwacht, ist das Wasser zur Hälfte abgelaufen. Rundherum türmen sich meterhoch die spiegelglatten Wände auf und der Beckenrand ist unerreichbar. Die Crew ist längst nach Hause gefahren und als dann noch Days Freundin durch einen Unfall im Pool landet und ein Krokodil auftaucht, beginnt ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Ja, Leute, also jetzt wisst ihr erstmal, worum es geht. Also Day hat natürlich die Hauptrolle, also er steht dann im Vordergrund und denkt sich nichts bei. Die haben halt Dreharbeiten gemacht, hat sich dann gemütlich in den Pool gelegt, auf einer Luftmatratze, ist dann eingeschlafen, ja. Und seine Freundin kam dann vorbei und ist dann durch einen Unfall, was ich jetzt euch natürlich nicht verrate, auch dort gelandet. Und ja, so sind sie beide jetzt in diesem Schwimmbecken. Also es ist ja kein Pool, es ist ja im Schwimmbad gedreht. Und ja, die beiden sind dort unten. Das Krokodil wird dann auf die beiden aufmerksam. Und ja, dann geht's richtig los mit dem Film. Ich, ja, ich muss euch einfach sagen, was ich zu dem Film denke, weil das geht einfach gar nicht anders. Also erstmal die Geschichte an sich finde ich sehr gut. Also schon mal, ihr wisst ja, es gibt viele gute Horrorfilme, die nur in einem Zimmer spielen oder in einem Pool oder in, was weiß ich, in einer Tiefgarage oder so. Und die sind gar nicht mit viel Aufwand betrieben oder so, aber trotzdem richtig, richtig gut. Und
Hier in so Pool war das halt so mit dem Krokodil und ich liebe ja Tierhorrorfilme. Also Horror jetzt mal in Anführungsstrichen, aber ich mag halt Filme, wo es ein bisschen so zur Sache geht, wo ein Krokodil drin vorkommt oder ein Hai oder Killerameisen oder Killerbienen. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch eine große Anzahl dieser Filme. Und ja, dann geht es halt los und dieser Film hat mich echt, sage ich mal so, wahnsinnig gemacht, weil die Handlung von ihm, ne, also was dieser Day macht, das ist für mich so unnachvollziehbar, Leute. Also ihr denkt in diesem Film, mir ist es auf jeden Fall so gegangen, ich weiß jetzt nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr den Film schon gesehen habt, ich habe bestimmt 10 oder 15 Mal gedacht, warum machst du das jetzt so? Warum machst du das nicht anders? Und da liegt doch das und das. Warum nimmst du das jetzt nicht, um da rauszukommen und so? Und da braucht ihr echt Nerven für. Also, ich fand diesen Film, also der, keine Ahnung, also das ist, ja, das ist, ich finde da gar keine Worte für. Also, die Schauspieler sind wirklich okay, aber die Synchro finde ich jetzt nicht so toll. Also, seine Stimme ist ganz, ganz okay, aber die seiner Freundin und der Crew, das ist irgendwie so, also das mochte ich nicht. Und das wirkte relativ billig. Und das Krokodil, also diese CGI-Effekte, das kam mir vor wie so ein, ich meine jetzt ohne das schlecht zu machen, aber kennt ihr diese billigen RTL 2-Hai-Filme, so, die so richtig billig sind, wo ihr schon den Hai im Film seht und nach 2 Minuten so denkt, hey, ich mache den Film jetzt wieder aus, das geht gar nicht, das kann ich mir nicht antun. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine und das ist da auch so. Manche Szenen, da war das Krokodil echt gut dargestellt und so, aber im großen Teil war es doch sehr billig. Ja, und dann, was mich echt, weiß ich auch nicht, schockiert hat ja schon fast, ist, dass in dem Film ein Hund drin vorkommt, also in diesem ganzen Szenario. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich kann euch natürlich jetzt die Szene nicht verraten, aber da ist etwas gedreht worden oder für uns natürlich dann aufgenommen worden auf dem Film, das für mich überhaupt nicht geht. Also das ist so, also das hat mich mehr schockiert, was mit dem Hund passiert ist, als das, was eigentlich die Haupthandlung war mit diesem Krokodil. Und er ist an einigen Stellen natürlich spannend gemacht und man ist auch dann relativ schnell drin und so. Also das davon mal abgesehen. Also der Film hat jetzt nicht nur einen Punkt von 10. Also so schlecht ist der Film nicht, aber ich weiß auch nicht. Also mich hat das einfach so irritiert, wie dieser Day dann handelt, wie er mit dem Krokodil umgeht und wie das alles so ist. Und aber lasst euch von meiner Meinung natürlich nicht beeinflussen. Ich sehe den Film nur so. Also ich würde ihn euch auch nicht weiterempfehlen. Aber wie gesagt, er kostet jetzt im Moment nur 99 Cent auf Amazon Prime. Vielleicht schaut ihr da ja einfach mal rein. Und könnt mir dann natürlich sagen, wie ihr den findet. Das würde mich mal interessieren, ob ihr meine Meinung auch teilt und sagt, ja, Tivi, den Film kannst du eigentlich total vergessen oder ob ihr den mega cool findet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon zu viele gute Filme gesehen habe, dass ich den jetzt so schlecht finde. Aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mein Geld gespart habe, Leute. Also ich bin echt mega glücklich, dass ich diese 15 Euro damals nicht bezahlt habe im Januar und ich hätte ihn wieder verkaufen müssen, Leute. Den Film brauche ich echt nicht in meiner Sammlung. Und ja, Leute, es ist echt, der Film ist schon wieder so, dass es zu lustig ist, dass er so schlecht ist einfach. Ja. Und ja, auf jeden Fall für alle Leute, die halt so Krokodil-Horrorfilme lieben oder Krokodil-Thriller, ihr könnt ja gerne einen Blick riskieren. Wie gesagt, also mich würde wirklich interessieren, was ihr dann so denkt, wie ihr den Film findet. Und ja, dann schreibt mir das einfach.
einfach unten in die Kommentare. Also ich bin wirklich gespannt, weil bei diesem Film scheinen auch Meinungen auseinanderzugehen. Und ja, ihr habt da 90 Minuten, die vielleicht schnell oder nicht so schnell vergehen, aber ja, das ist so cool. Ja. Ja, Leute, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Review dazu gefallen hat und ich kann einfach nur sagen, für mich ist es kein Film, ich werde den auch kein zweites Mal schauen und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Filme gucken, habt noch einen super, super schönen und hoffentlich sonnigen Tag. Bei mir scheint wieder die Sonne heute, Leute, ich habe wieder Glück. Ja, und dann sehen wir uns doch einfach wieder beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dahin, eure Bibi. Ciao!